Es war das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges. 50.000 Soldaten aus den 29 NATO-Staaten und den Partnerländern Finnland und Schweden übten in Norwegen für den Bündnisfall. Auch die norwegische Fregatte KNM Helge Ingstad nahm an der Übung Trident Juncture teil. Bei der Rückfahrt ist die Fregatte nun mit einem Tankschiff kollidiert. Nach Angaben der Feuerwehr droht das Kriegsschiff zu sinken. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst noch unklar. Bei dem Unglück wurden 7 Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Rettungszentrale waren 137 Menschen an Bord der Fregatte. Alle seien gerettet worden, sagte ein Sprecher der norwegischen Agentur NTB. Der 23 Mann starken Besatzung des Tankschiffes sei nichts passiert.